Leere Kinderwagen und ein Plakat erinnern in Tel Aviv an Menschen, die von Kämpfern der radikal-islamischen Hamas beim Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppt wurden, darunter viele Kinder. Die nun getroffene Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas zur Freilassung von 50 Geiseln aus dem Gazastreifen sorgt bei vielen Menschen in Israel für Freude und Erleichterung, aber auch für gemischte Gefühle. Es reicht nicht und die Vereinbarung entspricht den Bedingungen der Hamas. Sie werden machen, was sie wollen, Mütter ohne ihre Kinder zurückbringen oder nur mit einem Kind und die Väter alle zurücklassen. Es sind unsere Leute, alle müssen zurückgebracht werden. Es sollte unsere Vereinbarung sein, nach unseren Bedingungen. Gemäß der nun getroffenen Vereinbarung soll die Hamas während einer viertägigen Waffenruhe 50 Kinder und Frauen im Austausch gegen 150 palästinensische Gefangene freilassen. Nach israelischen Angaben hatten die Hamas-Kämpfer Anfang Oktober etwa 240 Menschen verschleppt. Ein Großteil der Geiseln würde damit vorerst in der Hand ihrer Entführer bleiben. Einerseits bin ich wirklich froh, dass die Geiseln zurückkommen. Wir schlafen nicht. Tag und Nacht denken wir an die Geiseln. Es zerreißt uns innerlich. Andererseits habe ich gemischte Gefühle, denn viele Verschleppte sind weiter in ihrer Hand und wir wissen nicht, wie oder wann, zu welchem Zeitpunkt sie kommen werden. Sowohl Israel als auch die Hamas erklärten, nach der vereinbarten Waffenruhe die Kämpfe fortsetzen zu wollen. Alle befürchten, dass die Hamas Zeit hat, sich neu aufzustellen und dass wir einen hohen Preis zahlen werden, mit noch mehr getöteten Soldaten. Die Hamas wird von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Bei ihrem Überfall Anfang Oktober nahmen die Kämpfer der radikal-islamischen Palästinenserorganisation nicht nur Geiseln, sondern töteten nach israelischen Angaben auch etwa 1200 Menschen. Als Reaktion startete Israel anhaltende Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas wurden seitdem mehr als 14.000 Menschen im Gazastreifen getötet.